Also Schacht, Schachtkurve. Und zwar von oben. Genau. Dann was Gerades, kein Kombinierer, einfach nur eine gerade Strecke. Und nochmal eins. Hallo? Wieso kann ich denn da jetzt keinen dran setzen? Ist da das Kabel im Weg oder? Ach so, falsch angelegt. Nee. Eigentlich? Hä? Jetzt geht's. Muss nur weit genug zurück, das ist ja blöd. So, und jetzt müssen wir uns nochmal drehen. Und dann fehlt uns hier noch ein Stück. Das heißt, dann hätten wir die erste Verbindung von oben nach unten. Ich hoffe, das geht. Dass wir hier unten durchkommen. Trotz, dass wir dann hier zu... Ich kann es halt nicht anders machen. Kann man eigentlich den Ofen... Könnte man den in die Wand reinsetzen? Das wäre noch besser, wenn der in der Wand drin ist. Wenn wir den irgendwie so reinsetzen, dass der nur noch, dass nur noch die Anzeigen rausschauen. Mal probieren, wie weit der reingeht. Da ist er wahrscheinlich jetzt zu weit drinnen. Wenn ich hier mal die Wand drauf setze. Das ist drin dann, ne? Ja, das ist dann drin. Vielleicht ein bisschen weiter raus. Aber sobald wir ihn weiter rausnehmen, dann sind auch die Schächte hier komplett draußen. Ne, haben wir wieder das gleiche Problem. Auf der anderen Seite wäre er aber hier schön lesbar. Gehen aber um 23 Uhr ins Bett. Ach so, okay. Und für die Zeit dann brauchst du dann was zum Zocken. Das verstehe ich. Fernsehschauen tut ja sowieso keiner mehr. So. Und wenn wir den Ofen gleich direkt hier hoch machen, das wäre gar nicht schlecht, ja. Dass man hier in die Wand reinsetzen. So wie den jetzt hier. Und dann schauen wir einfach, ob wir oben und unten was reinschmeißen können. Also ob die Wand... Oh, jetzt komme ich hier nicht... Oh, jetzt komme ich hier nicht durch. Ob die Wand quasi dann das Teil aufhält. Schauen wir mal. Ich sage ja, es ist viel Hin- und Her-Probiererei, auch mit den Schächten natürlich. Habe ich denn hier abgebaut? Eine ganz normale Wand, ja. So, und jetzt setzen wir den hier rein. Okay. Und dann probieren wir mal, ob wir hier mit den Schächten hier hochkommen. Kann ich denn das wegbauen? Hallo?
Boah, das ist so umständlich mit diesen ganzen Wänden und den Platten und dem Gerüst und was weiß ich noch alles. Und jetzt ist schon 8:30 ist jetzt mittlerweile schon. Gut, dann müssen wir dich noch mal wegmachen hier oben. Und dann sind Schacht Ein- und Auswurf nicht auf der rechten Seite, sondern direkt hier. Dann kann man hier auch schön herlaufen, ohne sich nochmal umdrehen zu müssen. Und vielleicht können wir dann sogar hier an der Seite die ganzen Bedienhebel und manuellen Displays und so weiter hinsetzen. Schmeiß das jetzt einfach mal hierher, ist ja eh egal. Selbst wenn wir es verlieren, können wir ja immer noch neu produzieren. Dann, wo ist jetzt das Zeug? Hier sind sie. Hier sind die Schächte. Dann basteln wir mal von unten nach oben. Wir fangen mal oben an, einfach damit ich sehe, ob wir hier überhaupt durchkommen. Und wenn es so klappt, das wird richtig schön. Sieht es denn mit unserem Sauerstoff aus? 1800 haben wir noch drin. Wunderbar. Ansonsten müsste man nämlich wieder Oxideis irgendwie schmelzen. Wobei wir jetzt ein Problem haben. Wir müssen den Ofen zuerst fertigstellen, bevor wir wieder neue Gase produzieren können. So. Dann gehen wir jetzt. Schauen wir mal, wenn wir mal Schacht kombinieren. Nee. Schacht Einwurf, wenn wir den so hier machen. Könnten den auch hierher machen. Machen wir dann mal hierher. So. Einfach nur. Moment. Output. Das ist falsch. Wir brauchen Input. Schacht Einwurf. Wir haben links ein Datenport. Bin mir nicht sicher, für was der ist, aber können wir denn jetzt hier irgendwas reinschmeißen? Okay, das geht. Wir brauchen den manuellen Schachteinwurf. Ich kann hier nichts reinschmeißen. Nee. Ich kann nichts reinschmeißen. Es ist so, wie ich mir gedacht habe. Der Schachteinwurf ist offenbar wirklich. Wenn wir hier zum Beispiel einen Fabrikator oder so daneben haben, der spuckt das aus und hier kommt dann das direkt rein. Aber ich kann hier manuell. Ich schau mal kurz ins. Ich suche mal kurz. Schacht. Jetzt müssen wir natürlich wieder wissen, was Schacht auf Englisch heißt. Chamber, Chute, Core, Slot, Funnel. Funnel. Input. Also Funnel ist nicht so. Stacker. Shoot. Moving something and shoots. Shoots are they working as intended? Shoot jamming. Okay. Na gut, dann basteln wir doch einen manuellen hin, einen manuellen Einwurf. So wie wir den bisher auch hatten.
Und zwar hier oben, oder? Ne, der ist ja zu weit hinten. Moment. Der sieht jetzt wieder ganz anders. Wie ist jetzt? Hä? Der manuelle Schachteinwurf sieht jetzt wieder ganz anders aus. Was habe ich denn da letztes Mal gebaut? Schachtauswurf, Schachteinwurf, verglaster Schacht, Schacht, Schachtkurve, Schachtkombinierer, manueller Schachteinwurf. Ach so, der steht auf dem Kopf. Jetzt dachte ich schon, der sieht, steht ganz komisch da. Den müssen wir natürlich drehen. Richtig drehen. Hallo? Okay. So. Vielleicht können wir doch direkt gleich drauf. Ja. Aber jetzt schaut er wieder nicht aus der Wand raus. Das heißt, wir müssen weiter raus. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wir müssen eins nach vorne. Und eins nach oben. Man kann eine Taste drücken und der Helm geht auf. Das ist richtig. Das ist aber schlecht, wenn du noch keinen Raum hast, der mit Sauerstoff gefüllt ist. So viel kann ich dir sagen. Das ist mir nämlich auch schon passiert. So, jetzt sind wir richtig. Jetzt gehen wir hier unten. Schachkurve. Und nochmal eine. Und jetzt müssen wir halt dann mal ausprobieren. Die müssen wir jetzt mit Strom versorgen. Das sollte jetzt aber weniger das Problem sein. Und dann probieren wir mal aus, ob das so klappt. Jetzt ist die Frage, bekommen wir noch irgendwie einen Schachtauswurf hierher? Manueller Schachteinwurf. Schachtauswurf, dass wir den irgendwo hierher bekommen. Hier links daneben oder so. Da wird es aber dann schon kritisch oben mit der Stromverbindung. Bin mir nicht sicher, ob wir da hinkommen. Und ob der hier überhaupt auch eine Stromverbindung braucht. Schachtauswurf, der braucht, der hat hier links nur, nee, der hat links nur ein Datenkabel. Das heißt, den können wir hier so daneben setzen, dann schmeißen wir die Sachen rein und hier sollten die Sachen rauskommen. Theoretisch. Gut. Wir legen mal Strom und probieren, ob das hier durch die Wand so funktioniert, sonst macht das ja keinen Sinn. Können wir irgendwo Strom herbekommen? Schnell. Ich komme hier von unten hoch. Und die nächste Lampe ist hier vorne. Das heißt, es wird Sinn machen, wenn wir hier rüber gehen, direkt hierher. Dass wir hier drüber gehen. Okay. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das funktioniert. Vor allem, dass wir hier auch was rausschmeißen können. Also das hier sollte auf alle Fälle klappen jetzt. Die Sache. Weil wir haben hier ja noch keine Wand eingezogen. Wir könnten mal eine Wand einziehen, um zu schauen, ob das blockiert. Stahlgerüst brauchen wir nicht. Wand brauchen wir. So. Ja, weil die geht jetzt quasi hier schon ein bisschen in den Schacht rein. Ich hoffe, das macht nichts. Ich sage ziemlich oft, ich hoffe, diesem Durchgang. Dann machen wir hier oben eine Dreierverbindung. Da haben wir nur eine Kabelkurve, genau. Perfekt. So, und zwar nach unten.
dann gehen wir hier rüber. Komme ich hier irgendwie? Ja. Geht doch. Also wenn das so funktioniert, das wird dann das Meisterstück jetzt. Mit Betonung auf wenn. Ich weiß, andere haben schon ganz andere Sachen gebaut, aber trotzdem, das wird richtig gut. So, jetzt machen wir hier noch einmal so. Dann müsste der gehen. Wunderbar. Wir schmeißen mal die Kabel rein. Ne, wir schmeißen nicht die Kabel rein, sonst verschmoren die mir noch oder so. Wir schmeißen mal, was können wir denn reinschmeißen? Wir schmeißen mal ein Rohrstück rein. Eins. Zack. Und hoffen. Okay, irgendwo, ich weiß nicht, ob das jetzt hängen geblieben ist oder ob das grundsätzlich nicht funktioniert. Ich bin gerade verwirrt. Womit baut man denn Sachen auf? Zum Beispiel diese Solaranlage. Die Solaranlage, glaube ich, brauchst du nur in die Hand nehmen und dann platzieren. Mit Rechtsklick drücken und dann platzieren. Hast du dir das Spiel schon gekauft jetzt? Und mir fällt gerade ein fataler Fehler ein. Shit. Okay. Ah, wir können ja den Schmelzofen gar nicht einschalten. Mach mal Rechtsklick, Sascha. Wenn du das Solarpanel in der Hand hältst und aktiv hast, also blau hinterlegt hast, mach mal Rechtsklick und dann müsstest du das direkt platzieren können. Da brauchst du normalerweise keinen Akkuschrauber. Was machen wir denn jetzt hier? Shit. Ah, wir müssen ja hier auf den Knopf drücken. Und das habe ich gar nicht gedacht. Unabhängig davon, dass unser Rohr irgendwo jetzt stecken geblieben ist in diesem Teil drinnen. Ich hole nochmal was, das wir reinschmeißen können. Irgendwie so einen Barren nochmal oder so. Haben wir hier irgendwas? Power low. Power low. Wir nehmen mal 1 Gramm Silber oder so. So, 1 Gramm Silber. Eieiei, was machen wir? Ich kann aber, jetzt muss ich nochmal schauen. Ich denke mal, ich kann den Ofen. Hat der Ofen hat ein Datenkabel? Ich glaube, der Ofen hat ein Datenkabel. Jetzt werden wir da irgendwie einfach nur in den Switch. Oh Gott, ich sag's ja, es wird wieder mega kompliziert. So, ich schmeiße hier mal 1 Gramm Silber rein. Ich sehe schon mal nichts. Die beiden Sachen werden jetzt irgendwo hier drin stecken. Oh, Silber ist durchgeflogen und ist jetzt Silbererz. Wieso wird denn das zu Silbererz? Okay, weil der Hebel gezogen ist. Komischerweise, unser Rohr ist irgendwo im Nirvana verschwunden. Man darf offenbar wirklich nur Erze reinschmeißen. Ansonsten verschwindet das alles. Silbererz. Na gut. Jetzt müssen wir aber das irgendwie lösen. Ich muss mal schauen, ob der Ofen einen Datenanschluss hat. Und vorher muss ich noch die Batterie tauschen. Schon wieder. Puh.
Boah, das habe ich nicht mehr gedacht, dass wir hier ja einschalten müssen. So, wir bauen mal ab, das ganze Zeug. Ist das unten Datenkabel? Ist das? Ich glaube, der hat unten ein Datenkabel. Das heißt, wir könnten oben einen Switch bauen, mit dem wir den Schmelzofen. Aber wir müssen ja auch dann am Hebel ziehen. Das kommt ja noch dazu. Wir müssen ja auch noch diesen blöden Hebel ziehen. Hast du denn das Tutorial gemacht, Sascha? Mach mal das Tutorial vorher, bevor du irgendwas anfängst, damit du Steuerung mitbekommst. Oben links am Ofen ist ein Datenanschluss, sagt der Hummer. Ja, aber hilft mir denn der Datenanschluss, dass ich diesen Öffnungshebel dann bedienen könnte? Muss ich den Datenanschluss mit dem Computer bedienen? Oder kann ich da einfach einen Schalter anbauen? Ich wäre jetzt fast geneigt, dass wir den Ofen dann oben raufsetzen. Dass wir den einfach oben raufsetzen und den Ein- und Auswurfschacht daneben. Und dann die Rohre komplett hier runterlaufen lassen. Weil wenn ich jetzt anfange, hier mit dem Datenkabel loszulegen, dann kommt wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit auf mich zu. Vor allem, weil ich so jetzt mit der Computersteuerung noch nicht wirklich gearbeitet habe. Wir könnten es ja mal probieren, indem wir den Schmelzofen einfach mal oben an unseren Computer anschließen. Dass wir den einfach mal hier platzieren. Mal drehen. Mal richtig drehen. Dann mal ein Kabel hochlegen. Und dann schauen wir mal, ob wir da beim Computer irgendwas steuern können. Der hat oben, sagst du? Tatsächlich, da oben ist ein Anschluss. Den Hebel kannst du meiner Meinung nach nicht bedienen, habe ich noch nicht getestet. Was du statt eines Computers nutzen kannst, sind die Logikchips. Ja, aber irgendwo muss ich dem dann ja trotzdem sagen, Logikchips, die würde ich ja dann brauchen, damit ich quasi, ich drücke den Switch, wie vielleicht auch mal beim Lichtschalter hier. Und dann drücke ich den Switch und dann wird über den Logikschalter quasi der Schmelzofen aktiviert. Das ist okay, das kann ich mir noch vorstellen. Das hier, das müssen wir mal schauen. Ich verbinde das jetzt dann mal mit dem Computer und dann schauen wir einfach mal, welche Einstellungsmöglichkeiten wir haben. Vielleicht klappt das ja. Wir machen mal kurz 2 Minuten Pause und ich bin gleich wieder da.